Der kleine Klaus und der große Klaus. Es war einmal ein kleiner und ein großer Klaus. Die hießen so, weil einer 4 Pferde hatte und der andere 1 Pferd hatte. Sonntags durfte der kleine Klaus mit allen Pferden auf seinem Acker arbeiten. Dabei tat er so, als ob alles seine Pferde wären. Das machte den großen Klaus sehr wütend und er drohte ihm, sein Pferd zu erschlagen, wenn er damit nicht aufhören würde. Der kleine Klaus versprach aufzuhören, schaffte es aber nicht, da wurde sein Pferd erschlagen. Traurig zog der kleine Klaus seinem Pferd die Haut ab, packte ihn in einen Sack und ging in die Stadt, um die Pferde auch zu verkaufen. Bei einem Unwetter verirrte er sich im Wald und musste fast auf einem Bauernhof einlegen. Die Bauersfrau wollte ihn nicht hereinlassen, so kroch er in die Scheune. Dort konnte er durch das Fenster die Bäuerin und den Küster beim Essen zusehen. Unerwartet kam der Bauer nach Hause und bemerkte den kleinen Klaus. Er nahm ihn mit ins Haus. Die Frau und der Küster hatten die Ankunft des Bauerns bemerkt und versteckten schnell das ganze tolle Essen. Der Küster musste sich in einer Kiste verstecken, denn der Bauer wurde immer ganz wütend, wenn er ihn sah. Die Frau stellte ein einfaches Essen auf den Tisch. Das schmeckte dem kleinen Klaus gar nicht, denn er wusste ja von dem Braten. Er trat unter den Tisch gegen den Sack mit der Pferdehaut und tat so, als ob dort ein Zauberer drin sei. Er zauberte den ganzen Braten und das versteckte Trinken und den Küster vor, den der Bauer für den Teufel hielt. Der Bauer war so beeindruckt, dass er den Zaubersack unbedingt haben wollte. Er gab dem kleinen Klaus viel Geld, aber den Küster musste er auch mitnehmen. So ging er mit einer Schubkarre, auf der die Kiste mit dem Küster und seinem Geld lag, am nächsten Tag zurück. Auf dem Weg nach Hause musste er über eine Brücke, die über einen großen Fluss führte. Hier wollte er die Kiste ins Wasser werfen. Da meldete sich der Küster und bettelte um sein Leben. Er versprach dem kleinen Klaus viel Geld zu geben, wenn er ihn befreit. So machten sie es. Der Küster kam frei und der kleine Klaus bekam noch mehr Geld. Nun ging der kleine Klaus mit der Schubkarre voller Geld glücklich nach Hause. Wieder zurück fragte der große Klaus dem kleinen Klaus, woher er das ganze Geld hätte. Er behauptete, er hätte dafür die Pferdehaut in der Stadt verkauft. Das wollte er ihm nachmachen. Er erschlug seine Pferde, danach fuhr er in die Stadt, um die Häute zu verkaufen. Aber dort lachten ihn alle aus. Da wurde er sehr wütend und beschloss, den kleinen Klaus zu erschlagen. Der große Klaus schlich in der Nacht zum kleinen Klaus und wollte ihn erschlagen. Im Bett lag aber seine kurz vorher gestorbene Großmutter vom kleinen Klaus, die nun auch noch mit dem Hammer erschlagen wurde. Der kleine Klaus dachte sich wieder eine List aus, zog der toten Oma die Sonntagssachen an, setzte sie in den Pferdewagen und fuhr mit ihr zu einem Wirtshaus. Dort ließ er den Wirt Wein zur Oma bringen. Da dieser aber nicht reagierte, warf er mit dem Becher nach ihr. Der Wirt dachte, er hätte sie umgebracht. Da gab er dem kleinen Klaus wieder viel Geld, damit er ihn nicht verrat, und versprach, die Oma zu beerdigen. Später, mit noch mehr Geld zu Hause, erzählte er dem verwundeten großen Klaus, er habe statt ihm seine bereits tote Großmutter erschlagen. Diese habe er dann verkauft. Grimmig rannte der große Klaus nach Hause, erschlug seine Großmutter und versuchte, diese dann in der Stadt zu verkaufen. Die Leute hielten ihn für verrückt und jagten ihn davon. Danach ging er zum kleinen Klaus, steckte ihn grimmig in einen Sack, um ihn im Fluss zu ertränken. Unterwegs hielt er dann an einer Kirche an. Den Sack stellte er an die Tür. Zufällig kam an der Kirche ein alter Viehhirt mit seiner Viehherde vorbei. Der hörte den kleinen Klaus und sagte ja mal und bot ihm an, mit ihm zu tauschen. Gesagt, getan. Jetzt hatte der kleine Klaus auch noch eine Viehherde. Er ging mit der Herde weiter. Der große Klaus kam aus der Kirche und ging mit dem Sack zurück.
zum Fluss und fragt ihn hinein. Auf dem Weg nach Hause traf er erneut auf den kleinen Klaus und verstand nichts mehr. Der kleine Klaus erzählt, dass er die Schafe von einer Jungfrau aus dem Fluss geschenkt bekommen hatte. Der große Klaus wollte auch eine Viehherde und bat den kleinen Klaus, ihn ebenfalls in einen Sack zu stecken und ins Wasser zu werfen. Der stimmte zu. Zusammen gingen sie zur Brücke. Dort stieg der große Klaus in einen Sack. Sie legten noch einen Stein dazu, damit er bestimmt unterging. So schubste der kleine Klaus den großen Klaus ins Wasser.